Herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour. Ich stehe noch bei Atria und wir stehen hier vor dem Atria Adora 673 PK. Ein schöner Wohnwagen mit Familiengrundriss der anderen Art. Und den zeige ich euch jetzt gleich, weil das Besondere ist, guckt mal, wir haben hier zwei Eingangstüren, einmal hinten, einmal vorne. Und es ist ein Doppelachser mit Glattblech, außen LED. Und auf den ersten Blick einfach nur ein Wow-Effekt, ja, also mit zwei Türen habe ich ja seltenst gesehen. Wir haben hier vorne dann wie so eine Art Spoiler an den Haltern. Wir haben großes Bugfenster. Hier ist der Staukasten. Und wenn wir mal den Staukasten öffnen, sehen wir direkt mal richtig geil, da passen Kisten rein, da habt ihr Ordnung drin. Ihr habt hier dann Platz für zwei Gasflaschen. Hier ist das Abwassertaxi und unten drunter mit schönem Metall, dass das Wasser abtropfen kann. Wir haben hier eine Alco-Antischlingerkupplung, wir haben hier eine Deichselabdeckung. Sehr, sehr, sehr schön. Hier vorne haben wir eine Stauklappe, die leider abgeschlossen ist, die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in das Fahrzeug rein und gucken uns das mal von innen an. Ja, breite Aufbautür, integrierter Mülleimer in der Tür. Und wenn wir hier reinkommen, sehen wir erstmal auf der rechten Seite ein richtig, richtig großes Bett für die Erwachsenen. Ja, also da habt ihr echt Platz ohne Ende. Und hier haben wir dann auch eine dicke Matratze und einen gescheiten Lattenrost unten drunter. Und so sieht das Ganze dann von der Seite aus. Wir haben hier Ablagefläche, wo ihr dann auch mal eure Handys hinlegen könnt. Wir haben hier Stauklappen, da passt also auch richtig was rein. Und hier ist dann das schöne Bugfenster nach oben. Also da kommt immer Licht rein, das man natürlich auch verdunkeln kann. Sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite haben wir hier auch eine Stauklappe. Wenn wir jetzt hier am Bett liegen, haben wir hier auch die Möglichkeit, dieses Fach nach oben zu machen. Dann gucken wir mal rein. Und hier passt jede Menge Zeug rein, was ich echt super schön finde und auch sehr gut durchdacht. Unter dem Bett haben wir dann eine riesengroße Ausziehschublade. Da kriegt ihr mal richtig was rein, mein lieber Mann. Also da ist mal Platz. Respekt. Und natürlich ist das Bett auch hochklappbar, sodass er hier auch von innen an den Stauraum kommt. Und da passt auch Stuhl, Tisch, da wird auch wirklich viel reinpassen. Wir haben hier jetzt nur einen Lichtschalter, zwei Lichtschalter, dann haben wir hier oben LEDs, eine, zwei, haben zwei USB-Anschlüsse, um ein Handy zu laden. Und auch hier die kleinen Körbchen finde ich sehr schön, durchdacht für Stauraum. Wir haben hier Steckdosen. Am Eingang haben wir dann so eine Fliegenschutztür. Oben drüber haben wir dann die Elektrik, wo ihr dann die Lichtsteuerung machen könnt und so weiter. Wasserfüllstandsanzeige, ja, Truma Einet schon hier drin, sehr, sehr schön. Neben dem Bett haben wir dann eine richtig große, ja, Rundsitzgruppe. Ja, also sieht sehr, sehr, sehr gemütlich aus mit einem schönen großen Tisch. Oben drüber haben wir dann Stauklappen. Drei Stück an der Anzahl und da passt auch relativ viel rein. Die sind halt hoch, aber nicht gerade tief. Dann haben wir hier die TV-Halterung. Wir haben rechts und links diese kleinen Ablagefächer. Wobei ich sagen muss, die sind so ein bisschen wabbelig. Also ich würde da jetzt nichts Schweres drauf stellen. Den Tisch kann man natürlich auch noch als Bett umfunktionieren. Das funktioniert. Das heißt, dann haben wir dann schon mal eins, zwei Schlafplätze. Drei Schlafplätze, sagen wir mal dreieinhalb. Und auch hier unten haben wir dann auch Stauraum. Dann haben wir Elektroblock hier drin.
Auf der anderen Seite haben wir auch Stauraum. Hier ist der Wassertank hinten drin. Wenn wir dann jetzt schon auf der Rundsitzgruppe uns befinden, haben wir dann einen schönen Blick auf die Küche und die finde ich echt sehr, sehr gelungen. Sehr stylisch. Wir haben hier eine ganz, ganz schöne Front. Zeige ich euch mal aus der Perspektive. Und auch oben haben wir dann große Stauklappen, die wir mal öffnen. Die sind tief, die sind groß. Da passt was rein. Absolut in Ordnung. Und auch die Arbeitsfläche der Küche ist groß. Wir haben hier auch wieder diese Ablagefläche aus Filz. Die gefallen mir jetzt nicht so von der Optik her, bin ich ganz ehrlich. Also die müssten schon ein bisschen anders das Material haben. Dann haben wir hier einen Dometic 3-Flammen-Gasherd und haben ein Spülbecken mit Armatur und haben dann auch wieder diese Körbchen, die auch wieder, naja, sehr, sehr wabbelig sind in meinen Augen und ja, davon bin ich jetzt so überzeugt. Unterhalb der Küche haben wir dann einen Backofen. Finde ich, gerade wenn man einen Wohnwagen hat mit Kindern, super toll, weil Pizza einfach mal machen oder Brötchen aufbacken. Neben dem Backofen haben wir dann einen Apothekerschrank. Sehr, sehr schön. Wobei ich aber sagen muss, Apothekerschrank ist alles schön und gut. Hier hätte ich gerne eigentlich normale Böden drin, weil stellt euch vor, wenn ihr hier mal so Flaschen oder Nutella sonst irgendwas reinstellt, das ist ja immer schief. Da würde ich mir wünschen, dass hier vielleicht doch mehr gerade Fläche wäre, wie nur dieses Gitter. Auf der anderen Seite haben wir dann drei Schubladen mit Besteckeinsatz, mit einer Soft-Close-Funktion. Ganz unten haben wir dann auch noch eine Klappe, wo einiges reinpasst. Und im Übrigen habe ich gerade gesehen, man kann auch an der Rundsitzgruppe hier etwas öffnen und hat dann auch direkten Zugriff auf den Stauraum. Neben der Küche ist ein riesengroßer Stratford Kühlschrank und da passt jede Menge rein. Schönes Eisfach, Frischhaltefach für Gemüse. Also sehr, sehr großer Kühlschrank. Über dem Kühlschrank haben wir noch ein kleines Fach, was ich persönlich nicht so toll finde, weil wenn euch jetzt was ganz hinten reinfallen sollte, habt ihr da Mühe, das wieder rauszubekommen. Das hätte ich ein bisschen nicht so tief gemacht, das Fach. Und hier unten, unterhalb des Kühlschranks, haben wir dann auch noch ein bisschen Stauraum. Hinten ist eine Box. Ja, aber so richtig cool wird der Wohnwagen eigentlich erst jetzt, gerade wenn ihr Kinder habt. Aber das zeige ich euch gleich. Jetzt geht's erstmal ab in die Dusche. Kommen wir jetzt mal zu einem Highlight. Dieser Wohnwagen hat ein abgeschlossenes Badezimmer. Rechts ist die Toilette und das Waschbecken. Links ist die Dusche. Und wenn wir jetzt diese Tür öffnen, haben wir einen abgetrennten Raum. Jetzt gehe ich mal hier rein und sage, ich möchte, dass keiner zuguckt und mache dann diese Tür zu, diese Schiebetür und schon befinde ich mich hier in einem eigenen Badezimmer. Ja, hier ist zum Beispiel dann die Toilette, hier ist das Waschbecken, das man auch einklappen kann, wenn man auf die Toilette muss. Hier haben wir einen schönen Spiegelschrank, den wir natürlich auch als Stauraum nutzen können und der ist gewaltig. Und auf dieser Seite lässt er sich auch öffnen mit einem kleinen Fach. Wir haben hier ein großes Dachfenster mit der Möglichkeit auch mal um Handtücher oder Klamotten zu trocknen. Wenn wir dann hier gegenüber sitzen, haben wir dann die große Dusche. Und da haben auch etwas größere Personen Platz zu duschen. Oberhalb haben wir dann auch wieder ein kleines Dachfenster für die Ablüfte. Super schön. Und wir gehen jetzt in den Bereich der Kinder. Hier hinten haben wir dann ein schönes Stockbett bis 70 Kilo und das ist ein eigenes Kinderzimmer hier hinten. Wir können hier unten schlafen. Ja, wir haben hier unten ein Sofa. Wir haben hier eine Ablagefläche mit USB-Steckdosen. Ganz wichtig für ein Kinderzimmer, Steckdose zum Laden des Handys. Wir haben hier dann ein kleines Sofa und das ist so ein abgeschlossener Raum für sich. Ich finde ihn einfach toll. Ja, und auch hier haben wir dann ein vollwertiges Bett. Da ist wie gesagt ein Lattenrost unten drunter und da habt ihr echt
Platz für zwei Kinder, also ein kleineres Kind. Hier unten können den Teenager schlafen, Platz ist ausreichend. Wir haben auch hier Stauraum ohne Ende und auch eine Stauklappe dazu. Das heißt, die Kinder hätten ihre eigene Stauklappe. Hier unten haben wir dann zwei große Schubladen, die man ausziehen kann. Da passt auch jede Menge rein. Dann haben wir eine Vorrichtung für TV. Und hier oben ganz wichtig, dann auch noch zwei USB-Steckdosen für die iPads, Vorrichtung für den TV. Wir haben hier dann die Halterung für die Jacken oder was auch immer die Kinder anhaben, was sie brauchen. Dann haben wir hier nebendran einen sehr großen Kleiderschrank. Da passen jede Menge Jacken rein, der ist auch sehr tief. Und auch hier unten haben wir dann Stauraum. Und Stauraum hat der Wohnwagen hier definitiv ausreichend. Und hinten im Kinderzimmer haben wir dann auch noch Kleiderschrank für die Kinder. Und hier haben wir dann auch noch Stauraum. Also für Familien mit zwei Kindern, die wirklich Platz brauchen, ist das in meinen Augen ein sehr, sehr schöner Wohnwagen. Und wir gucken uns den ganzen Wohnwagen mal von außen an. Noch einmal, wir sehen hier zwei Türen. Ja, der Adora 673 PK ist auch in der Außenerscheinung wirklich sensationell. Wo habe ich mal einen Wohnwagen gesehen, der auf dem Campingplatz steht, der zwei eigene Eingangstüren hat? Wahnsinn! Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu den technischen Daten. Der Wohnwagen hat eine Gesamtmasse von 1785 Kilo, ist auflastbar bis 2,5 Tonnen. Das heißt, ihr habt eine Zuladung von 630 Kilo, was recht ordentlich ist. Wir haben insgesamt 7 Schlafplätze in diesem Wohnwagen. Der hat eine Innenhöhe von 1,95 Meter und eine Außenlänge von 8,77 Meter. Und ich finde die 8,77 Meter noch vollkommen im Rahmen. Es gibt größere Wohnwagen, wo man weniger Platz hat, muss ich echt sagen. Der Basispreis ist 31.999 Euro. So wie er dasteht, kostet er 36.899 Euro. Mein Fazit, schöner Wohnwagen, schön durchdacht. Eine kleine Schwäche, finde ich, ist die Materialverarbeitung dieser Regale. Allem in allem, sehr schöner Wohnwagen, wenn man Kinder hat. Geil, ja, man kann sagen, man hat Urlaub, die haben ihr eigenes Zimmer, ich habe hier mein Wohnzimmer, ich habe hier mein Bett. Und ja, Fazit, schöner Wohnwagen. Der Preis ist natürlich auch sehr stolz, 36.899 Euro, ist halt schon eine Hausmarke, ja. Aber es ist mal ein Wohnwagen der anderen Art. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr. Und ich sage jetzt einfach, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.